Volleyball. 1992, das ist für all die Sportarten, die nicht im Olympiaprogramm Aufnahme gefunden haben, ein sogenanntes WM-Jahr. Innerhalb des Segler gilt das auch für die Kategorie der A-Katamaran. Das ist eine Klasse, wo es sehr wenig Vorschriften betreffend Bootskonstruktion gibt. Auf dem Silva Planersee ist also da jetzt der Beste seines Fachs erkoren worden. Die Regula Späni war bei den Wettkämpfen dieser Woche dabei gewesen. A-Katamaran, die Formel 1 des Segelsports. Der A-Katamaran ist mal ein Zweirumpfboot und sind nur die Länge, Breite und Segelfläche limitiert. Und in der Segelfläche ist auch die Mastfläche inbegriffen, damit eben am Konstrukteur möglichst viel Freiheiten klar werden, um das Maximum aus seinen gegebenen Massen rauszuholen. Denn die Boote werden absolut im Hightech-Verfahren hergestellt. Also, da werden Materialien wie Kevlar und Carbon verwendet. Und so ein Schiff, die ganz leichte, die wiegt jetzt um 70 Kilo. Es sind verschiedene Sachen, die da gefordert werden, eigentlich sehr viel. Einmal körperlich muss man in einer sehr guten Verfassung sein, weil konditionell ist es sehr anspruchsvoll. Also wenn man da zwei Stunden draußen ist einem Lauf, dann hat man also wirklich Substanz verbraucht. Dann akrobatisch ist es eigentlich fast ein bisschen, weil die Wände und die Halsen, die müssen schaurig schnell vor sich gehen. Man darf keinen Fehlgriff machen, weil man sonst einfach umgeht. Der letzte Wettkampftag. Zwei Läufe standen auf dem Programm. Der Maloja-Wind blies allen munter um die Nase. Titelverteidiger Paul McKenzie aus Australien lag nach 5 Durchgängen klar an der Spitze mit 4 Laufsiegen und einem 3. Platz. Peter Tobler, der beste Schweizer, belegte vor den beiden abschließenden Läufen Platz 7. 22,2 Kilometer der Kurs, den es zu segeln gab, Windstärke jeweils 4 bis 6 Bofo, die Wassertemperatur um die 12 Grad Celsius. 70 Boote aus 11 Ländern am Start, Deutschland und Italien waren mit je 18 Booten am stärksten vertreten, die Schweiz war mit 9 Seglern angereist. Ein guter Start war hier in Silva Plana besonders wichtig. Peter Tobler mit der Segelnummer Z86 hier im Bild wählte einen anderen Kurs als die meisten seiner Gegner und hatte Erfolg, er war zu Beginn bei den Ersten. Gute Laune bei den Seglern, die Verhältnisse waren wirklich optimal. Vorneweg segelte der Italiener Egidio Babbi, sein Bruder Alberto war 1982 Weltmeister in dieser Klasse. Weiter mit vorne dabei Paul McKenzie und Giorgio Zuccoli, ebenfalls Italien. Peter Tobler, hier in der Mitte mit der grünen Hose, hatte Pech. Kurz nach dem Start war er ausgerutscht und ins Wasser gefallen. Dies kostete ihn enorm viel Zeit. Er musste das Feld nun von hinten aufrollen. Egidio Babbi blieb die ganze Zeit allein souverän an der Spitze. Hinter ihm ging es da schon enger zu und her. Giorgio Zuccoli und Titelverteidiger Paul McKenzie im Kampf um Platz 2.
Paul McKenzie, ein 24-jähriger Buchhalter, zurzeit wohnhaft in Paris, gilt als ruhiger Techniker, der es versteht, das Boot optimal auf Geschwindigkeit zu trimmen. Sein Handling sei etwas vom Feinsten, schwärmen die Fachleute. Auch Peter Dobler wird nachgesagt, er habe ein gutes Handling. Dies nützte ihm nach seinem Sturz nicht mehr viel. Dobler wurde in diesem zweitletzten Lauf 21. Dies war dann sein Streichresultat. Auch sein Zwillingsbruder Michael hatte in diesem Lauf Pech. Nach einem Zusammenstoß musste er mit dem Motorboot zurückgebracht werden. Der Schaden war zu groß, das Aus für Michael Dobler. Egidio Babbi gewann diesen sechsten und zweitletzten Lauf klar. Paul McKenzie wurde Zweiter und sicherte sich damit so gut wie den Titel. Dritter Giorgio Zuccoli. Der siebte und letzte Lauf. Er sollte zur Triumphfahrt für den Australier Paul McKenzie werden, aber kurz nach dem Start war der nicht mehr gesehen. Der Grund: ein Bruch der Finnenverlängerung. Kein Resultat somit im letzten Lauf für McKenzie. Und plötzlich begann man wieder zu rechnen, denn McKenzies größter Gegner, Egidio Babbi, lag schon wieder auf Siegeskurs. Auch Peter Dobler fuhr ein ausgezeichnetes Rennen. Platz um Platz kämpfte er sich nach vorne. Hier ist der siebte. Egidio Babbi gewann auch den siebten Lauf, aber es sollte doch nicht zum Weltmeistertitel reichen. Zu stark war Paul McKenzie in den ersten fünf Wettfahrten gesegelt. Immerhin gewann Babbi WM-Silber. Peter Dobler erreichte mit einem taktisch hervorragenden Rennen Platz 5, was ihm schließlich den siebten WM-Rang einbrachte. Und hier der alte und neue Weltmeister Paul McKenzie. Katamaran-Segeln spektakulär und ein bisschen gefährlich. Ja, ist ja klar, dass der McKenzie Weltmeister geworden ist. Als Buchhalter hat er doch genau die Übersicht gehabt und gesehen, dass er sich noch einen Ausfall leisten kann.